Hey ho zusammen und herzlich willkommen zu einem wie immer recht spontanen Video tatsächlich. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das mittlerweile ungefähr 40% meines Kanals ausmacht, wenn es nicht gerade Let's Plays sind. Aber sei es drum, ich habe mal wieder mich so ein kleines bisschen auf Pottermore umgeschaut, beziehungsweise hat Facebook sich für mich auf Pottermore umgeschaut und hat mir dann eine Empfehlung gesprochen, so von wegen, guck mal, da gibt es ein Marauders Quiz. Das ist doch bestimmt was für dich. Es ist mir mittlerweile ein bisschen unheimlich, wie gut Facebook einen tatsächlich kennt. Ich habe mir das dann mal angeschaut, beziehungsweise habe es mir noch nicht angeschaut, habe es entdeckt und habe mir gedacht, das ist meins so, ne? Das ist definitiv was, was ich auf jeden Fall tun muss, ausprobieren muss. Und dachte mir, wenn ich dann schon mal dabei bin, kann ich das Ganze natürlich auch mit einem Video verbinden. Das Bild bewegt sich eigentlich, finde ich ein bisschen. Fullscreen? Bewegt es sich dann? Nein, schade. Okay. Eigentlich bewegt es sich, wie gesagt. Kann man eigentlich auch auf Facebook sehen. Will ich euch jetzt aber nicht zeigen, weil meine Facebook-Seite so privat, ne? Wisst ihr schon. Do you know your pet foods from the Bronx? Or are you so lost you need a Marauders Map? The mischievous Marauders Quiz. Okay, wie gesagt, das ist definitiv was, was ich tun muss, weil ich eigentlich der Meinung bin, dass ich alles Wissenswerte über die Marauders weiß. Ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Falls ich dann irgendwie die Hälfte falsch habe, wäre es ein bisschen peinlich. So, aber eigentlich bin ich der Meinung, dass ich da relativ gut abschneiden sollte. Deswegen starten wir das Ganze doch mal. Zack. Ich hoffe, da ist jetzt nicht zu viel Ton dabei, weil gar kein Ton. Auch nicht schlecht. Which of the Marauders lent Hagrid their flying motorbike? Ja. Würde ich jetzt mal behaupten. Ich habe übrigens, gerade eben hat man diese neuen Illustrationen von den Marauders gesehen. Ich muss zugeben, ich finde die eher so meh. Ja, weiß ich nicht, werde ich wahrscheinlich gleich nochmal was zu sagen. Remus Lupins wife, Tonks, was sorted into which house? Hogwarts House. Also welches Haus war Tonks? Hufflepuff. Bäm. Wird da jetzt eigentlich direkt angezeigt, ob es richtig ist? Also. Oder geht es dann einfach weiter und das wird am Ende aufgelöst? Ich weiß es nicht. Es sind übrigens 30 Fragen, wie man hier oben sehen kann. The Chapter Snape's Worst Memory, mein absolutes Lieblingskapitel. Featuring the Young Marauders take place in which book? Order of the Phoenix, natürlich. Ah, da war ein grüner Kreis. Ein grüner Kreis heißt bestimmt, dass es richtig ist. Which of the Marauders was a Gryffindor Prefect? Ist jetzt die Frage, heißt Prefect Schulsprecher oder Vertrauensschüler? Weil Vertrauensschüler war Remus und Schulsprecher war James. Ich gucke das mal kurz nach. Ich google das. Moment. Sehr gut. Da heißt es immer, Google sei dein bester Freund. Ich habe keine Ahnung, was Prefect heißt. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es Vertrauensschüler heißt. Okay, also Vertrauensschüler war Remus. Ihr habt ja mitbekommen, dass ich es wusste, ne? So, also egal, was jetzt gemeint war, beides hätte ich beantworten können. So. Patford was also known by which codename? Schnuffel. Sniff, oh, ach, Englisch, ja. Scovis Snuffles. Süß irgendwie. Och Mann, geh doch mal weg. Who said Prongs rode again last night? Verdammt. Woher soll ich denn sowas wissen? Das sind Zitate. Als ob ich mir jedes einzelne Wort aus den Büchern merken würde. Prongs rode again last night. Ich könnte mir vorstellen, dass es Remus war. Aber der. Nein. Wen haben wir denn überhaupt zur Auswahl? Remus, also Sirius? Sirius könnte es auch gewesen sein. Harry bestimmt nicht, weil er von Prongs nichts wusste. Albus? Dumbledore? War es vielleicht Dumbledore? Okay, das ist tatsächlich was, wo ich raten muss. Weil ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, aber vom Sinngemäßen her, Remus, ich gehe mal davon aus, dass das am Ende des dritten Teils gesagt wurde, weil Harry den Patronus über den See geschossen hat, der nun mal ein Hirsch war. Dementsprechend würde der Satz da am besten passen. Heißt also, entweder Remus kann es nicht gewesen sein, weil der war in der Nacht als Werwolf unterwegs und hat den Patronus wahrscheinlich gar nicht gesehen. Sirius Black. Glaube ich ehrlich gesagt auch nicht, dass er das mitbekommen hat, weil eigentlich war der ja ziemlich ausgenockt in dem Moment. Harry wusste nichts von Prongs, also Albus. Albus. Aldus. Okay. Which of the Marauders owned a house elf?
Ich kann mir definitiv vorstellen, dass die Potters auch einen Hauselfen hatten, aber der einzige, bei dem es erwähnt wird, ist halt Sirius. Wo bist du? Da. Das ist sehr Sirius-lastig, dieses Ding irgendwie gerade. Sirius Trusty. Bugbeak. Also, Sirius treuer, was auch immer Steed heißt. Bugbeak, also Seidenschnabel, was returned to Hogwarts under what name? What returned to Hogwarts? Der ist nach Hogwarts zurück? Ich muss mir definitiv die Bücher nochmal durchlesen. Aber was hat das mit dem Marauders zu tun? Okay, wegen Sirius, aber trotzdem. Ich kann mir vorstellen, dass zu der Zeit, zu der Sirius im Grimmauld Place mehr oder weniger gefangen war, da Seidenschnabel so einer seiner engsten Freunde in Anführungszeichen gewesen ist. Einfach weil der halt so die ganze Zeit da war und auch irgendwann mal gesagt wurde, dass Sirius immer mit irgendwie so einem Sack voller toter Ratten oder was war es, irgendwie Mäuseratten, keine Ahnung, da durch die Gegend gelaufen ist, um Seidenschnabel zu füttern. Fand ich irgendwie, ich weiß nicht, ich fand das irgendwie süß. Aber Frank hätte ich mir jetzt gedacht, weil Frank ist ja der Name von dem. Nein, okay. Frank ist der Name von dem komischen Vogel aus Fantastic Beasts. Cornelius mit Sicherheit nicht. Magorian? Magorian war einer der Zentauren, wenn ich mich nicht irre. Witherwing? Witherwings. Klingt cool. Das klingt so ein bisschen wie so ein DC-Superheld. Witherwing. Nehme ich mal. Passt bestimmt. Which Weasley brother owned Scabbers before Ron? Das war Percy. Who was Sirius Black's brother? Oh mein Gott, was für eine schwere Frage. Reginald Artemis. Das ist ein cooler Name tatsächlich. Wobei Reginald ist jetzt nicht so, aber Artemis finde ich cool. Regulus Arcturus. Das war er. Romulus Armitage. Ramses. Oh Gott, wie geil. Ja, Regulus natürlich. Hier, diese Illustrationen, darum ging es mir jetzt gerade nochmal. Ich mache das mal ein bisschen hoch. Das sind neue Illustrationen, da können wir gleich gerne auch nochmal vorbeischauen, von den Marauders. Das soll halt Remus sein. Der sieht total seltsam aus. Einfach. Die sehen alle total seltsam aus. Bis auf James. James sieht noch halbwegs okay aus. Alle anderen haben irgendwie so einen total verklatschten Tick, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also mir gefällt es absolut nicht. Die Art, wie diese Illustrationen gezeichnet sind, ist wundervoll. Die gefällt mir richtig, richtig gut. Aber der Rest ist irgendwie so, meh. Das mit der Hand finde ich interessant bei Peter. Okay, was war die Frage nochmal? Which of the Marauders took over 5 minutes to be sorted? Also wer hat mehr als 5 Minuten gebraucht, bis er in ein Haus einsortiert wurde? Tut mir leid, dass ich jetzt gar nicht alle Fragen übersetzt habe, aber irgendwie habe ich da gar nicht so drüber nachgedacht. Weiß ich jetzt gar nicht. Auf Anhieb würde ich sagen Peter, weil Peter ja nun mal eigentlich auch meiner Meinung nach nicht so viel in Gryffindor zu suchen hatte. Wahrscheinlich eher nach Slytherin gekommen wäre. Sirius war ja auch so ein bisschen, wobei, nein, Sirius eigentlich nicht. Die beiden, ich nehme Peter. Ich nehme einfach mal Peter. During which year at Hogwarts did James Sirius and Peter become Animagi? In welchem Jahr schafften es die drei Animagi zu werden? Muss ich jetzt überlegen. Fünfte. Müsste tatsächlich im Verlauf des fünften. Ich glaube, also in dem Forum haben wir es jetzt so ausgespielt, dass es quasi in den Sommerferien vom vierten ins fünfte Jahr war. Eigentlich war es aber während des fünften Schuljahres, haben sie es, glaube ich, geschafft. Weil hier steht ja auch during which year. Also während welches Jahres. Ich meine, es wäre das fünfte gewesen. Who described Lycanthropie? Es ist furry little problem. Das war James. Der hat immer das Werwolf-Problem von Remus als, wie hat das, am Deutschen weiß ich nicht mehr, wie er das genannt hat. Deswegen, ich mag auch die deutschen Übersetzungen irgendwie nicht. Deswegen auch von wegen, Missetat begangen geht noch. Aber dieser Anfangsspruch zur Karte des Rumtreibers im Deutschen ist, boah, fürchterlich. Wähle alle, die zutreffen. Oh, mehrere. How did Wormtail fake his own death? Cutting his. Ja, dort war das. Aber warum treffen da mehrere zu? Hat er noch irgendwas gemacht? Breaking his wand, vielleicht? Biting him. Ach nee! Ah, das war gemeint. Okay, der hat ja später im Verlauf
im dritten Teil nochmal seinen Tod simuliert, aber den Tod von Kretze, nicht den von Peter, sondern den von Kretze halt, um abzuhauen. Zu abzuhauen, genau. Heißt Leaving Bloodied Robes? Nee, Robes nicht. Robes heißt ja Robe. Also das absenden. Ich hoffe, das war jetzt richtig. What did Harry see his father doodling during? Die englische Sprache ist gar nicht so einfach, wenn man sie nicht oft spricht. Also was hat Harry seinen Vater skribbeln sehen während dieser Examensgeschichte da? Da hat er irgendwas auf so ein Blatt gemalt. Und was war das? Das war ein Schnatz mit einem LE-Dings. Heart Shape, nein, Snitch and the Letters. Ups, jetzt konnte ich die anderen Antworten gar nicht lesen. Puh! According to Ron, Scabbers used to enjoy witch's who. What? Oh mein Gott. Okay, das hat man bestimmt irgendwann im ersten Teil erfahren. Wahrscheinlich, als die da irgendwo alle zwischen den Süßigkeiten saßen und Krätze, aka Wurmschwanz, sich da irgendwo dazwischen gefläzt hat und alles weggefuttert hat. Achso, hier. Einmal Cockrock Clusters. Es sind wahrscheinlich irgendwelche komischen süßen Schaben, keine Ahnung. Peppermint Toads, Jelly Slugs, Fudge Flies. Ich habe absolut keine Ahnung. Ich habe wirklich absolut keine Ahnung. Soll ich das nehmen, was mir am plausibelsten erscheint? Was könnten Ratten am ehesten fressen? Also Frösche bestimmt nicht. Kakerlaken vielleicht? Schnecken? Fliegen? Ich weiß es nicht. Also meine haben manchmal Fliegen gefressen tatsächlich. Meine Ratten. Ich hatte mal zwei. Genau genommen hatte ich schon vier, aber immer im Zweierpack sozusagen. Nein, es waren sogar fünf. Eine hat eine mehr oder weniger einzeln. So. Ich nehme einfach mal die Fliegen. In what order did the Marauders die? Das ist eine fiese Frage. Ich bin bei 17 von 30. Hälfte haben wir. Oh, jetzt muss ich kurz überlegen. Wartet. Erster war natürlich James. Heißt, nur die beiden kommen noch in Frage. Genau, Petfoot war der zweite. Dann kam Wurmschwanz und ganz zum Schluss Mooney. Müsste das also sein. Which Marauder's father invented Sleekys Hair Potion? Hair Potion hat der Vater von James gemacht. Das war so eine Hair Potion, also so ein Zaubertrank, der quasi die Haare bändigt. Irgendwie so eine Art. Weil sein Sohn ja auch immer so unbändige Haare hatte. Das liegt wahrscheinlich in der Familie. Who bids Professor Snape good day and advises him to wash his hair, the slime ball? Also das war dieses, als Snape versucht hat, die Karte des Rumtreibers zu aktivieren, haben ja irgendwie so kamen ja so vier Sätze von den Jungs, die ihn dann separat jeder einmal beleidigt hat. Und einer, er bietet Professor Snape quasi einen guten Tag und rät ihm, sich mal die Haare zu waschen. Wer war das? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß, dass Sirius irgendwas gesagt hat, von wegen, wie auch immer so ein Typ wie er Lehrer werden konnte. James war, glaube ich, der gesagt hat, dass er sich gefälligst nicht in fremde Angelegenheiten einzumischen hat. Im Film war das ein bisschen anders. Im Film gab es, glaube ich, nur einen Satz, was ich ein bisschen schade fand, weil jeder hatte so seinen ganz bestimmten. Da habe ich mich übrigens immer gefragt, wie die das gemacht haben. Als hätten die für jeden Einzelnen, der dieses Ding potenziell in die Hände bekommen könnte, irgendwelche Beleidigungen parat gehabt. Oder wusste die Karte einfach, was so die Vorurteile gegenüber den bestimmten Lehrern sind? Ich weiß es nicht. Ich fand das auf jeden Fall ziemlich faszinierend, was aber wieder ein ganz, ganz extremer Logikfehler, glaube ich, ist. Was soll's? Jedenfalls könnte es entweder Lupin oder Pettigrew, glaube ich, gewesen sein. Lupin wünscht einen schönen Tag, Höflichkeit und so. Könnte Lupin sein. Was hat Lupin nochmal gesagt? Ich weiß es nicht mehr. Ich nehme mal Mooney. Ich glaube, der war das. Der war auch grün. War bestimmt richtig. Which spell is used to move Professor Snape out of the Shrieking Shack in Harry Potter? Okay, welchen Zauber hat man angewendet, um Professor Snapes Körper, leblos mehr oder weniger, hallo Facebook, aus der heulenden Hütte herauszutragen? Locomotor Snivellus. Das ist geil. Die Antwort feiere ich gerade total.
Die ist mega gut. Levi Corpus eigentlich, oder? Weil Levi. Nein, Moment. Levi Corpus lässt ihn fliegen. Wingardium Leviosa ist Quatsch, glaube ich. Das glaube ich nicht. Weil da wurde ja beschrieben, dass das quasi aussehe, als wenn Sirius ihn quasi an Marionettenfäden irgendwie da rumtragen würde. Mobili Corpus. Ich glaube, das letzte. Weil Levi Corpus ist, glaube ich, nur was, um ihn fliegen zu lassen, aber nicht, um ihn zu bewegen. Ich probiere mal Mobi Corpus. Which Marauder on the Wand described as brittle by Mr. Ollivander? Das ist jetzt auch die Frage. Die einzigen Zauberstäbe, die von Ollivander beschrieben wurden, also das ist die Frage, welcher Marauders Zauberstab von Mr. Ollivander als brittle bezeichnet wurde. Was heißt noch gleich brittle? Moment. Okay, brittle heißt spröde. Die einzigen beiden Zauberstäbe, die jemals von Ollivander, ich sag mal, beschrieben wurden, waren, glaube ich, der von James ganz am Anfang, als Harry seinen Zauberstab bekommen hat. Da hat er nämlich, glaube ich, die von Hagrid, Lily und James beschrieben. Meine ich. Und ganz zum Schluss, quasi als Harry Ollivander nochmal die Zauberstäbe übergibt, die er quasi aufgesammelt hat, beziehungsweise ja, im Kampf mehr oder weniger gewonnen hat, als er ihm die übergibt, um herauszufinden, von wem sie sind und wem sie gehören und ob die mit ihm irgendwie kompatibel sind, weil sein eigener war ja kaputt. Da hat er dann auch einmal den von Wurmschwanz beschrieben. Will also heißen, eigentlich können es nur James oder Peter sein. Und da ich nicht glaube, dass James Peter, oh Gott, da ich nicht glaube, dass James Zauberstab als spröde bezeichnet wurde, würde ich jetzt mal auf Peter tippen. Es tut mir leid, ich habe immer massenhaft Erklärungen dafür, aber ich will es ja auch irgendwie begründen, ne? So. Who killed Remus Lupin? Was ist das denn für eine Arschfrage, ey? Mann! Nein, Greyback war es nicht. Thorfinn Roll sagt mir überhaupt nichts. Bellatrix war es auch nicht. Antonin Dolohov, bestimmt. What food and drink did Harry bring to Sirius and Harry Potter the Goblet Fire? Auch eine Szene, die ich mir relativ oft durchgelesen habe. Ich weiß gar nicht warum. Ich mochte sie irgendwie. Weil man da so ein bisschen das Gefühl hatte, dass Sirius, abgesehen davon, dass er sich nun mal einfach momentan mitten in der Flucht befindet, einfach irgendwie aus den Mülleimern aus Hogsmeade das Futter klaut und die Zeitung, wie man hier sieht. Oh, Entschuldigung. Ich mache hier mal so ein bisschen. Da hatte ich irgendwie das Gefühl, der hat angefangen so zu diskutieren mit denen und irgendwie sich darüber auszutauschen, was war früher. Und da hat man gemerkt, dass er doch tatsächlich vieles noch in Erinnerung hat und eigentlich auch ordentlich was im Köpfchen hat. Ich weiß nicht, ich mochte die Szene einfach. Ich habe mir die unheimlich gerne durchgelesen und deswegen meine ich auch zu wissen, dass er auf jeden Fall ein gutes Dutzend Hühnerbeine dabei hatte, ein Brot und eine Flasche Kürbissaft, glaube ich. Wenn man das jetzt auch in den Antworten findet, dann hab ich recht. Rockcakes? Was sind Rockcakes? Keine Ahnung. Also das war es auf jeden Fall nicht. Flash of Camp. Ja, da haben wir es doch. Da haben wir doch meine Antwort. Was haben wir hier? Bread Rolls oder Butterbeer? Nein. Bread, Pork Ribs and. Nein, das war es auf jeden Fall. Wow! Ich bin begeistert. Which. Oh, Exam, Marauder's Taken when Harry saw them. Also, welche Arbeit bzw. welche Prüfung haben die Marauders gerade geschrieben, als Harry in der Erinnerung von Snape quasi da reingefallen ist? Ich glaube, das war Verteidigung gegen die dunklen Künste. Defense Against the Dark Arts. Fünf Fragen haben wir noch. Which Marauder had a grandfather named Henry who sat on the Wizengamot? Also, welcher Marauder hatte einen Großvater, der Henry hieß und im Zaubergamot saß? Ich habe keine Ahnung. Oh mein Gott, was sind das für Fragen? Meine Fresse, woher soll ich denn sowas wissen? Das ist bestimmt irgendwann mal so am Rande in den Büchern erwähnt worden. Übrigens, sorry Judy für mein Bett. Ich weiß, ich hab das mitbekommen, aber ich. So unordentlich ist es gar nicht. Ich habe es heute Morgen extra so halb gemacht. Sorry an alle anderen, das ist ein kleiner Forums-Insider. Die werfe ich jetzt irgendwie immer öfter ein. Es tut mir leid. Das ist bestimmt irgendein Satz, der mal so irgendwo ganz nebenbei in den Büchern gefallen ist und den sich kein Schwein gemerkt hat. Also ich rate jetzt einfach. Ich rate jetzt einfach mal drauf los.
Weil Sirius kennt man quasi eigentlich die gesamte Familie in- und auswendig, einfach wegen diesem bekackten Stammbaum, der da in dem Haus hängt. Und ich glaube, der Einzige, bei dem es noch halbwegs plausibel klingen könnte, wäre James. Weil der einfach nun mal der zweite Reinblüter unter denen ist. Ich weiß gar nicht, was Pettigrew ist. Ist der Reinblut? Ich weiß es gar nicht. Ich nehme James. Who did Sirius originally suspect of being Voldemort's spy? Also wen hat Sirius ursprünglich für den Spion Voldemorts gehalten, bevor er herausgefunden hat, wer es wirklich war? Das war tatsächlich Remus. Leider. What is Remus Lupins Blood Status? Also, was ist der Blutstatus von Remus Lupin? Er ist ein Halbblut. Wähle alle, die zutreffen. Warum ist das eigentlich auf Deutsch und der Rest auf Englisch? Ich verstehe es nicht. Ist egal. Of the following, which of these people have had the Marauders Map in their possession? Also, wer hatte quasi die Karte des Rumtreibers im Besitz? Argus Filch hatte sie auf jeden Fall. Weil von dem haben sie ja die Zwillinge bekommen. Dolores Umbridge glaube ich nicht. Draco Malfoy auch nicht. Fred und George auf jeden Fall. Klar, nach Filch halt. Alistair Moody hatte sie doch eigentlich auch, oder? Nee, Moody nicht. Sondern der Barty Crouch Junior als Moody. Fangfrage. Das ist echt eine Fangfrage, weil Alistair Moody hatte sie nicht. War gemein, echt? When Harry used the Resurrection Stone, who is the last to speak to him? Wer hat als letztes zu Harry gesprochen, als er seine Family da mit dem Stein der Wiederauferstehung zurückgeholt hat? Da fragt ihr den Richtigen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Also im Film war es, glaube ich, James oder Lily. Aber ich meine, es war Sirius. 100% sicher bin ich mir nicht, aber ich meine, es wäre Sirius gewesen. Wähle alle, die zutreffen. Which of the Marauders were awarded the Order of Merlin First Class? Woher soll ich das denn wissen? James mit Sicherheit. Auf jeden Fall. Remus wüsste ich ehrlich gesagt nicht wofür, außer für die Schlacht um Hogwarts. Sirius, nee, keine Ahnung. Wüsste ich auch nicht wofür. Schade eigentlich. Verdient hätte es. Ich weiß zwar nicht warum, aber ich bin der Meinung, er hätte es irgendwie verdient. Ach. Peter? Auch nicht. Oder? Ich weiß es halt nicht, weil bevor die Sache mit Sirius rauskam, beziehungsweise bevor rauskam, dass tatsächlich er ja der Verräter ist, ist er ja quasi als Held gestorben. Also die Mehrheit der Zauberergesellschaft, eigentlich alle in der Zauberergesellschaft, haben ihn ja als Helden gesehen und Sirius als Verbrecher, als Massenmörder, weil er ihn ja angeblich in die Luft gesprengt hat. Heißt, er könnte tatsächlich eventuell einen bekommen haben. Aber ich wüsste dann nicht, für was für Verdienste. Hieß es nicht, er hätte versucht, Sirius zu stellen? Ich nehme ihn einfach mal dazu. Im Zweifelsfall ist es falsch, aber ich nehme ihn jetzt einfach mal dazu. Auch wenn ich es nicht. Huch! Was, James nicht? Willst du mich verarschen? Resultat: Mischief Manager. Moony, Wormtail, Padfoot, Frogs. Kannst du einen Rap draus machen? Congratulate you. You are certainly mischievous enough to join the Red Ragtag Gang. Now you just need a cool nickname. Any ideas? Ich bin also in den Kreis der Marauders aufgenommen. Kann ich jetzt erfahren, wie viel ich richtig hatte und was ich richtig hatte? 90% bis 100%. Wow! Mega gut. Okay, und wo kann ich jetzt gucken, was ich richtig hatte und was nicht? 28 von 30 Fragen habe ich auf jeden Fall richtig. Aber welche waren falsch? Try your hand at your Hogwarts Professors and Class Quiz and see. Nein? Wiederholen? Nee, wiederholen will ich auch nicht. Okay, wie kann ich denn jetzt. Oh! Ergebnisse anzeigen. Nein. James nicht? Aber warum nicht? Warum Peter? Ja gut, warum Peter habe ich ja gerade erklärt. Aber ehrlich? Ach, Remus auch. Hier, da ist noch ein Häkchen. Remus auch. Aber warum? Warum er? Wegen der Schlacht um Hogwarts? Ja gut, James ist natürlich die Frage. Ja gut, warum eigentlich James? Er hätte es eigentlich. Sein Sohn ist verantwortlich für den Fall Voldemorts. Also, weiß ich nicht. Keine Ahnung, wie bin ich auf James gekommen?
Ich weiß es gar nicht. Ja gut, okay. Das war eine der falschen Antworten. Dann würde ich jetzt gerne noch wissen, welche die andere war. Kann ich jetzt immer einfach zurückgehen und dann sehe ich das? Ja, tatsächlich. Okay, die war auch richtig. Die war auch richtig. Halbblut. Sirius Original Remus. Henry. Oh Gott, das war sogar richtig. Ich habe ja irgendwie auch 5 oder 6 Fragen einfach nur geraten. Defense Against Dark Arts war ich mir ziemlich sicher. Da war ich mir auch sicher, das habe ich ja sogar vorausgesagt. Who Killed Remus? Dollarhole ist auch richtig. Cool. Which Marauder owned the wand described as brittle ist auch richtig. Which spell is used to move Professor Snape ist auch richtig. Who bids Professor Snape good day and advises him to wash his hair in the slime ball? War nicht Moony, sondern tatsächlich Wurmschwanz. Okay, ja gut, weiß ich das jetzt auch. Gut, das war die einzige, die noch falsch war und der Rest war richtig. Hair Potion. In welcher Reihenfolge sie starben, war richtig. Boah, sogar das habe ich richtig. Ich habe einfach pur geraten, was für komische Süßigkeiten der mag. Woher soll ich das denn wissen? Aber ich bin einfach nach Ratten gegangen. Vielleicht war er wirklich so Ratte, dass er dann einfach. Ja. What did Harry see his father do? Das wusste ich ja auch. Vater. His father. Will er denn zutreffen? Cutting is swing. Ja, siehst du, ne? Hahaha. Hehehe. Who described Remus? Ja, das wusste ich ja auch. Furry little problem und so. Während des 5. Jahres. Siehst du, war richtig. Ha. Over 5 minutes to be sorted war auch richtig. Sirius Blacks Brother war ich mir definitiv sicher. Bei Percy war ich mir auch sicher. Witherwings. Er ist ein DC-Held geworden. Aber ich wusste echt nicht, dass der nach Hogwarts zurückgeht. Which owned a house elf? Ja, war klar. Hätte ich das nicht gesagt, hätte ich wahrscheinlich James genommen, weil wie gesagt, er ist ja auch in der Reinblutfamilie aufgewachsen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die keine Hauselfen hatten eigentlich. Who said Prongs Road again last night? Boah, selbst das war richtig. Mein Gott, ich bin ja voll gut. Ich bin im Endeffekt tatsächlich besser in diesem komischen Quiz, als ich gedacht hätte. Weil ich einfach mega Glück hatte beim Raten. Petwood is also known by Ea Snuffers und so. War richtig, war klar. Prefect. Prefect heißt also tatsächlich Vertrauensschüler. Okay, wissen wir das auch. Prefect heißt Vertrauensschüler. Orden des Phönix, war ich mir auch sicher. Hufflepuff, war ich mir auch sicher. Und das ist ja natürlich klar. Okay, ja, interessant. Cool. Heißt, 2 von 30 Fragen falsch. Ist doch eigentlich gut, oder? Also ich bin total begeistert und ich freue mich mega darüber, dass das so gut gelaufen ist. Ja, das beweist mir nun wieder mehr, dass ich ein absoluter Marauders-Freak bin. Verrückt. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich würde mich mal dafür interessieren, wie ihr bei dem Quiz abgeschnitten habt. Habt ihr es schon gemacht? Hättet ihr genauso geantwortet wie ich? Hättet ihr anders geantwortet? Was hättet ihr nicht gewusst? Das sind so Sachen, die würden mich mal interessieren. Und dann vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann, würde ich sagen, beim nächsten Video. Bis dahin. Ciao.